So. Aufzeichnung läuft. Recht herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Bye Bye Live. Willkommen Nachtschwärmer, und es geht wieder um die Brown Bag, ne? Und es geht darum, dass wir uns austauschen, dass wir uns Tipps geben, Hinweise geben. Also ich persönlich hatte heute die Chance, an vielen, vielen Vorträgen teilzunehmen, bin also randvoll mit Infos und vermute mal, das geht euch mehr oder weniger ähnlich. Und freue mich einfach auf die Tipps, auf die Ideen. Ich habe ein neues Wort gelernt, Jutta. Ja. Ja. Inkriminell. Inkrementell. So, Incremental. inkrementell. Kenne ich genau vom Backup. Ne? Also so inkrementell. Ich So dachte, Zungenbrecher. muss man auf der Zunge inkrementell. Ich werde es jetzt häufig einbinden, ne? Weil inkrementell habe ich die Chance, dass ich das besser lerne und weiterreichen kann. Ne? Und inkrementell passt einfach unwahrscheinlich gut zum Coaching. Was heißt das denn? Sorry, ich habe Ja. keine Ahnung. Schrittweise aufbauend. Schritt für Schritt. Schritt für Ja, Schritt, ja. genau. Also In inkrementell kleinen kann ich nur Schritten. jedem empfehlen. Ne? Mein Lieblingswort ist eigentlich infinitesimal. Okay, danke Nochmal fürs bitte. Gespräch. Unendlich. Ja. Ja, war nett, ne? Das kann, genau, das kannst du dann nach dem dritten Kaipi kannst du es dann aussprechen. Also ich glaube, Deutsch ist nicht meine Muttersprache oder sowas. Nee, Ja, also, bei den Wörtern ist es auch wirklich nicht ja, so Gott sei Dank bin ich nicht hier. hitverdächtig. Also Mary Poppins, wie hieß das? Das war doch auch Ah, Dingsbums. X, ja, yes, ist gut. Ja. Ja, ne? Keine Also, Ahnung, da ja. hätte Um das noch aufzulösen, infinitesimal heißt ganz, ganz, ganz klein und hat also mit inkrementell dann schon auch irgendwo was zu tun. Also, ne? Kleine Schritte, ganz, ganz kleine Schritte zur Lösung, zum Das Beispiel. inkrementell, nee, wie heißt es? Es hört sich so Inkrementell. inkrementell, es hört sich so für mich an wie kriminell Ja, genau, ne? irgendwie. Also wir könnten heiteres Wörterraten machen, ja. Also wir Also, kämen schon wohin. Also auf das das nehme Gespräch ich freue ich mit, mich. ne? Also inkrementell nehme ich auf jeden Fall mit. Ich nehme aber viele andere Dinge auch noch mit. Klar. Und ja, also erzählt mal. Also klar, mein dritter Platz, ja, meine Brown Bag oder meine Tüte ist, glaube ich, heute geplatzt. Was ich nur gemerkt habe, also wir mit unserem Thema, also Hikma, arbeitet, also alle anderen Coaches arbeiten ja dann, wenn die ganzen Teams schon existent sind oder schon präsent sind und man da was verbessern sollte. Aber Hikma, also wir jetzt, wir fangen ja viel früher an. Das ist mir so heute aufgefallen, wo ich rumgegangen bin und mir die Vorträge angeschaut habe. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die schon lange, lange, lange im Vorfeld arbeiten, damit überhaupt ein Team aufgebaut, erbaut werden kann. Entstehen kann, ja. Ja, Ja. und was ich heute gelernt habe, also Jutta, danke für Kanban, das ist 20 Jahre her, während meines BWL-Studiums, ja. Und ich habe mich dann noch vage daran erinnert. Man macht ja viel automatisch, ohne dass man weiß, was es eigentlich ist, ja. Und als ich das heute gesehen habe, sage ich, Menschenskinder, das Ding hat auch einen Namen, ja. Und lange ist es her und ich habe nachher meinen Vortrag. Ich hoffe, ihr kommt alle. Und schön bunt, klar, wie die Wand da hinter mir. Ja, und ich fühle mich richtig gut. Und diese Messe ist einfach nur grandios, auch mit wenig Kundenkontakt. Also Thema werden wir um 18:30 Uhr noch haben, weil ich denke, da kann man also einiges noch besprechen, und da ist auch einiges, denke ich, noch nicht so ganz klar, scheint mir. Also in die Tüte werde ich also da auch noch so
Infos, Klarheit und Sprechen. Erinnert mich auch ein bisschen an das Führungsthema mit den Pferden. Fand ich auch also sehr spannend und dachte, Mensch, wie toll, wenn man so eine Metapher hat und anhand der Metapher das dann runter reduzieren kann, verständlich machen kann, um was es da bei Führung geht. Also das ist doch grandios. Also auch das werde ich in die Tüte reinpacken. Ja, und eure Tipps? Ja, mache ich doch gleich weiter, weil ich gerade hier so vom Bild her bei mir zumindest mal von links nach rechts gehen kann. Ja. Also ich habe, ich fand es erstmal super schön, natürlich der Start und dann natürlich der Innovationspreis definitiv, fand ich ein Highlight vom Tag, weil ich mich natürlich gefreut habe für alle, die Teile genommen haben, natürlich auch für die drei Platzierten und für das, dass es wirklich sehr, sehr, also Dommergreu auch herzlichen Glückwunsch an die super Moderation zu dritt. Ich habe mich schon bei der Pamela bedankt, fand die sehr, sehr cool gemacht. Habt ihr euch wirklich ins Zeug gelegt? Ihr habt euch da super vorbereitet. Also toll. Und natürlich danke. Seid ihr auch am Ende zu den drei Platzierten gekommen. Und ich weiß, die Auswahl war ja nicht so ein geradliniger Weg. Also ihr habt euch da ja wirklich den Kopf gemacht. Und von daher super, das fand ich sehr, sehr schön. Dann habe ich mir heute auch in meiner eigenen Selbstfürsorge mal Gang zurückgeschaltet, mal ein bisschen mehr Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist schon der vierte Tag, ja, Wahnsinn, hatte ich so den Kopf mega voll. Ja. Und dann habe ich gemerkt, nee, also ich brauche jetzt mal ein bisschen hier Abstand, habe meinen Vortrag weitergemacht, habe mal eine gute halbe Stunde in der Sonne verbracht und das fand ich dann sehr, sehr cool. Und jetzt fand ich es übrigens sehr cool mit dem Quiz, weil das fand ich jetzt A, sehr witzig und B, auch wieder coole Möglichkeiten, wie man das alles machen kann, also wie man es moderieren und umsetzen kann. Also auch vielen Dank, sehr cool. Habe fertig. Habe fertig. Habe Tüte. Ja, dann mache ich weiter. Für mich war das heute ein total kurzweiliger Tag. Also ich habe so das Gefühl, wir haben gerade zusammengesessen im Speak-Geeking und bin erstaunt, dass es jetzt also schon wieder so spät ist, 16.30 Uhr, wir schon wieder beim Bye-Bye sind. Es war ein Tag angefüllt mit Vorträgen, mit Gesprächen, ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt, meinem ersten Live-Chat am Stand, der zwar natürlich über Telefonanruf erstmal angesteuert wurde, aber ich habe einen Live-Chat gehabt heute am Stand. Genau, also das funktioniert alles hervorragend. Wir sind super gut besucht. Ich habe festgestellt, dass also manche tatsächlich heute auch zum allerersten Mal, also auch von meinen Bekannten, auf die Messe gekommen sind. Viele haben rundum eben auch zu tun, dass merkt man dann auch, muss man auch, denke ich, erkennen wir auch an letztendlich. Und das ist eben dem Ganzen auch so ein bisschen geschuldet, dass wir nicht so viele Standbesucher haben. Und ich nehme außerdem auch aus dem Gespräch, heute aus dem Chatgespräch mit, es ist eine gute Messe, eine gigantisch innovative Messe. Und viele müssen sich tatsächlich auch erstmal orientieren, um auf die Punkte zu kommen, wo wir sie hinhaben möchten. So möchte ich es einfach mal formulieren. Und das nehme ich mit in die Tüte. Ja. Also wir wollen eigentlich das, was in Führung auch gewollt wird, ne, dass die Leute selbstverantwortlich ihre Wege gehen und finden und staunen dann trotzdem, dass sie es dann doch nicht so tun, wie wir denken, dass sie es tun sollten. Also es ist so, bis hin, nur das ganz kurz als Anekdote noch, dass ich 2 Minuten vor meinem Vortrag einen Telefonanruf bekam, wo eine Bekannte dran war, Jutta, ich komme nicht rein, wie mache ich das jetzt? Ja. Wo ich gesagt habe, Dashboard, so ganz kurz diese Stichworte und dann, ich habe jetzt keinen Nerven, keine Zeit, es tut mir jetzt so leid, ich habe jetzt Vortrag, ich muss mich jetzt etwas konzentrieren. Also ich hatte gestern dieses Erleben gehabt, dass jemand zwar gehört hat, wir kennen das ja, ne, und scheinbar auch verstanden hat, dass ich mitten auf der Messe bin und trotzdem die persönliche Not schildern musste und nicht loslassen konnte. Und heute hatte ich ein Telefonat mit dem Lutz Salamon, Vorstand des Roundtable der Coaching-Verbände.
Und der meinte, unsere Messe würde am 28. starten. Ne? Da sage ich, du holst mich gerade aus dem Innovationspreis raus. Dann sagt er, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Also das war natürlich nicht das Ansinnen. Also ganz, ganz erstaunlich. Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich wohl und versuche auch immer so Vergleiche zur Präsenz herzustellen. Ne? Also um zu gucken, Jutta, es ist ähnlich für mich vom Zeitempfinden her. Also ich denke, es war doch gerade noch heute Morgen gewesen. Genau. Ne? Und jetzt haben wir doch schon wieder. Ne? Wie kann denn sowas passieren? Ne? Ja. Also finde ich ja so eine ganz erstaunliche Sache. Also wie gesagt, Tüte, Tüte, Tüte. Heute Rand, 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 Rand voll. Viele, viele, viele unglaubliche Erlebnisse. Genau. Dann würde ich mich gerade anschließen wollen. Kann doch. Also gerade den letzten Satz kann ich nur bestätigen für mich heute. Das war ja auch Premiere. Nochmal danke für das Lob, Jörg. Das war schon spannend. Das hatte ich in meinem ganzen Leben in dieser Form ja noch nicht erlebt. Und mich hat halt gerettet, dass ich relativ unkompliziert einfach reden kann. Das war der springende Punkt. Wenn ich mir da jetzt hätte länger Gedanken gemacht, weshalb, warum und überhaupt und das Ganze, wäre ich noch mehr in Stottern gekommen. Also es war auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Erfahrung. Und ich hatte dann auch das Gefühl, ja gut, ich war dann irgendwo drin. Ich habe mich auch wohl gefühlt dabei, das muss ich sagen. Das, was ich bis jetzt gelernt habe, weil heute war dieser Vortrag, dann war das, dann treffen wir uns jetzt wieder, dass ich wirklich darauf achte, das versuche ich allerdings jetzt auch schon, dass ich darauf achte, mir Pausen einzuräumen. Es ist so viel, man könnte ja, wenn man wollte, den ganzen Tag zugange sein. Ja. Und wenn man wollte, mit Lounge und so weiter mit und allem. So weiter. Ist ja fantastisch. Nur wenn man da nicht ein bisschen auf sich achtet, glaube ich, kommt man irgendwann oder dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in die Situation, dass man zwar zuhört, dass man da ist, aber eigentlich dann doch nicht mehr da ist. So, ja. Das habe ich mir halt daraus gezogen. Aber auf jeden Fall eine ganz fantastische Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin ganz begeistert, ganz ehrlich. Margot, ich meine, wir müssten irgendwie auch wieder so stärker fokussieren. Ja. Also das ist Premiere, eine Online-Preisverleihung. Ja. Na? Also wo hat es die gegeben? Ich weiß es nicht. Nee, ich auch nicht, deshalb sage ich ja. Wir müssen da auch wirklich so drauf gucken. Also ich habe heute mit Diamant und Diamantführung was gelernt. Also Online-Preisverleihung, hallo, das ist Diamantführung, was wir da machen. Ja. Und, ich kann nur sagen, ich habe Diamantgefühle gehabt. Ja. ich habe mich wirklich genauso, wenn nicht sogar noch mehr gefreut. Ja, und ich glaube, ich wäre so nie in dem Saal raufgesprungen und Arme hochgerissen, wie jetzt interaktiv. Ja, weil das war, also das ist von den Gefühlen her, ich würde sogar fast sagen, intensiver, unglaublich. Ja. Also es war ja auch bei allen, es war keiner der Preisträger, den es emotional nicht mitgenommen hätte. Es war jeder höchst emotional, fiebernd dabei. Und ich habe auch immer, also war ja auch sehr schön gemacht, so wie der Preis kam und der Preis kam, ne? Und auch mit der Musik unterlegt und so. Und ich habe auch immer gedacht, wow, klasse. Einfach toll. Ja. Toll, ne? War sehr toll gemacht. Ja. Also ich hoffe, dass 22 wieder interaktiv stattfindet. Ich will nur noch interaktive Preise von Ihnen bekommen. In Ordnung. Diese Effekte, kannst du live nicht machen, den Vorhang Stück für Stück. Und das geht nicht. Ja. Nein, das geht nicht. Und wenn du dann so daheim bist oder an deinem Platz und dann sitzt du da, fast die Tischplatte beißend, ja. Das ist was völlig anderes, wie dort vor Ort. Und ich bin noch lange, ich bin zwar auch kaputt, abends, aber noch lange nicht so müde wie vor Ort. Ja. Ich kann das viel besser aufnehmen, und ich kann mir mein Programm einteilen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe was verpasst, ja. So kann ich das, also ich nur noch so, ganz ehrlich, ja, zwischendurch Kaffee trinken, kein Problem. Also vor 2 Jahren in Erfurt hat der Harald Grübele einen Vortrag gehalten
Und der hatte einen Punkt gehabt, und ich glaube, diesen Punkt haben wir jetzt live erlebt, nämlich, dass online, also digital, die Möglichkeit hat, ob das jetzt Unterricht, Schulungen, Aufbereitung von Medien und so sind, dass du zu einer Perfektion kommen kannst, die du in Präsenz ja nie erreichen kannst. Du kannst ja also dir das anschauen, verändern, optimieren, haben wir jetzt nicht gemacht, aber das ist ja möglich. Du kannst ja deinen Content reinstellen auf die Webseite, auf die Kurse, in das Coaching, so optimal, wie es in Präsenz nie der Fall sein könnte. Ja. Das hat mich gerade daran erinnert, weil du gesagt hast, der Curtain, der Vorhang, ne? Der Vorhang fällt, der Vorhang hat sich bewegt, hat ja auch eine wunderschöne 3D-Effekt gehabt. Und das sind eben alles Dinge, mein Gott, wie wolltest du das denn in Präsenz machen? Geht nicht. Meine Lieben, ich verabschiede mich. Ja, ich bereite mich vor. Ihr seid herzlich eingeladen. Bis gleich. Ja, wir kommen, wir folgen. Ne? Also, ja, hoffentlich. Okay, wir sind doch hier und kommen dann etwas später. Okay, genau. Bis gleich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ist auch immer gut, dass man noch so 2 Minuten hat, bevor dann die Teilnehmer kommen. Sonst gerät man dann doch nachher ins Schwimmen. Ne? Was ich kurz noch sagen wollte, gerne, ist, dass ich auf jeden zum Abschluss nur, dass ich wirklich, also dieses Gefühl, ich bin schon stolz, ein Teil, ein aktives Teil dieses Gesamten mit zu sein. Das erfüllt mich mit großer Freude. Ja, super. Und kurz, wir haben 10 Minuten, ja, also nur weil Lydia raus muss, ist es nicht so, ne? Oder täusche ich mich? Nee, wir haben noch 10 Minuten. Alles genau, gut, ne? Ja. Wollten wir doch gerade mal die benutzen können, genau. So ja, Jörg, du wolltest, oder? Nee? Ich hatte doch vorhin schon. Ach so, weil du, das ist ja bei Zoom immer so, dass derjenige, der scheinbar laut atmet, der fängt dann an. Ja, ja. Ist, ja. Und dann denke ich immer, du oder jemand anderer, der hat sich jetzt gerade in den Vordergrund begeben. Im Vordergrund geatmet. Gut, genau. Nee, genau, noch ja, alles gut. Also ja. Ich wollte erstmal Gregor und die Nina begrüßen. Hallo. 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 Ihr seid noch wach und fit. Ja, ja. Gregor, Ton. Ja, ja, genau. Jetzt. Ja, also wach, mehr oder weniger. Heute war ein strengender Tag. Ja, wir waren ja auch, leider konnten wir in der Früh nicht dabei sein, ja, weil heute war es absolut voll. Ja, ich habe mir aber gestern zum Abend, ich weiß nicht, ob das noch zählt, ab 17 Uhr, weil wir machen ja jetzt dieses Bye-Bye, ja, und danach gibt es noch einen Vortrag. Und mein Thema ist der Vortrag von Pamela, habe ich mir angeschaut. Ja, ja, gestern. Ganz, ja, ganz nett. Leider ist sie jetzt gerade nicht hier, sonst hätte ich sie ihr persönlich gesagt. Ganz, ganz netter Vortrag, ganz, ganz toll organisiert, und ich finde es auch ganz toll. Ich weiß nicht, wer ihre Assistentin war, auch ganz, ganz toll gemacht. So eine junge Dame, ich habe den Namen jetzt auch wieder vergessen, die quasi ganz schön die Fragen in Vitero und sowas bearbeitet hat. Also finde ich ganz, ganz toll. Auch mein erster Vortrag, den ich so gesehen habe, über dieses Tool Vitero, ne? Habe ich, ja, ist auch ganz interessant. Ganz interessant. Mal was anderes, ja, im Unterschied zu dem ganzen, ich sag mal, Zoom-Monopol, ja. Ja, ist schon erstaunlich, dass Zoom da so sich durchsetzt, ne? Und ich denke auch, das ist Verkennen der Tatsachen, weil die Leute meinen, okay, Zoom ist das einfachste Tool. Stimmt ja nachher auch wieder nicht. Aber es scheint nun mal das einfachste zu sein. Den großen Vorteil, den ich bei Zoom sehe, ist, dass wohl, sagen wir mal, jedes Gerät irgendwie kompatibel mit Zoom ist, was woanders noch bis vor einem halben Jahr extrem schwierig war, bevor sich eben die restlichen Tools der Welt dann auch browsertechnisch umgestellt haben. Und das war einfach noch ein großes Gewürge bis dahin. Bin auch mal gespannt, ob sich da noch so Veränderungen ergeben. Wir haben jetzt eine Situation mit einem Workshop über Teams, wo ich auch sage, ja, warum nicht Teams? Nur die Einladegeschichte ist so schwierig. Ja, ja. Also wenn sich das so gestaltet, dass da 5 Meter Link kommen
und jeder, der diesen Link anklickt, eine Auswahl von 3 Möglichkeiten hat. Wie soll da eine Teilnehmergruppe zustande kommen? Also sehe ich schwierig. Also sowas würde ich auch in die Tüte packen wollen, ne? Dass es also simpler wird. Ja, simpler auf jeden Fall. Und der Vorteil von Zoom finde ich, also meine jetzt unabhängig, wer das Monopol hat, ist mir egal. Mhm. Aber der passive Vorteil ist ja, wenn irgendjemand sehr schnell, ganz schnell in einem Markt drin war, dann kennen ihn ja ganz, ganz viele Leute. Das heißt, mein persönlicher Vorteil ist, deswegen machen wir alles mit Zoom. Nicht, weil wir Zoom ganz toll finden. Ich meine, wir finden Zoom toll, falls Zoom zuhört. Aber ein ganz großer Vorteil nennt sich Accessibility. Ja? Also ich muss meinen potenziellen Interessenten oder Kunden oder egal wem nicht erzählen, weil er es in der Arbeit oder sonst irgendwo hatte, nicht, wie das funktioniert. Ja? Und das spart mir so immens bei, keine Ahnung, 10, 15 Terminen. Ja, es spart mir so viel Zeit einfach. Gestern das erste Mal, weil du sagst, das erste Mal mit dem Spätzl über Zoom eine Sitzung gehabt. Das ist für mich ja Zoom Standard. Für ihn das erste Mal in Zoom. Ah ja, sehr okay. Gibt's sowas? Gibt's sowas? Der kennt also, Teams und Zeug und SIG. Also er sagt, das ist das 5. Tool, das er kennt. Dann habe ich mich gewundert, dass das tatsächlich noch echt in irgendwelchen Branchen es gibt, dass Zoom nicht irgendwie unter den Top 3 ist. Ja. Sensationell. Ich würde auch sagen, Ausnahme von der Regel, um ehrlich zu sein. Ausnahme, also ja. Nicht unbedingt. Also wenn wir so größere Unternehmen betrachten, sind die relativ früh auf Teams gestoßen und arbeiten nur mit Teams und kennen auch wirklich nichts anderes. Teams hat natürlich viele, viele Vorteile, weil du hast halt Apps, die du zusammenschalten kannst. Das ist toll und das ist schick, nur halt schwierig, wenn es keine Organisationsteilnehmer sind, sondern Gäste, dann bist du aufgeschmissen und das ist schwierig, ne? Ja. Also so schaut's aus. Also haben wir noch was für die Tüte? Tütentime, Brown Bag. Alles durch, glaube ich, von heute. Ah, alles durch. Alle abgefüllt. Abgefüllte Tüte, okay. Supi. Dann werde ich einfach die Session hier beenden, weil wir sehen uns ja dann vielleicht bei Lydia und sehen uns definitiv um 18.30 Uhr bei der HFW-Party. Und da gibt es einiges zu besprechen, was also gerade für die Messe an Erfahrungen und so weiter, Statistik und auf uns warten wird. Bis dahin alles Gute. Bis gehabt dahin. Euch wohl. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.